So, Werfen über Kopf, trainiert die gesamte hintere Streckerkette, ist explosiv, rekrutiert die großen motorischen Einheiten und trainiert alles als zusammenhängende Einheit bei einer explosiven Bewegung, wie bei Sprüngen, beim Sprinten auch. Es ist submaximal, erzeugt keine Erschöpfung, keine Anstrengung, aber erzeugt trotzdem eine gewisse Mindestintensität oder Explosivität, weil es ist das Schöne, Springen und Werfen geht nur mit einer gewissen Grundbeschleunigung. Und dafür sind zwangsläufig die schnellkräftigen Muskelfasern zuständig und werden dafür bei jedem Springen, Werfen, Boxen automatisch rekrutiert. Und wenn man Krafttraining macht, bei dem hauptsächlich die weißen schnellkräftigen Muskelfasern profitieren sollen, weil die das größte Dickenwachstumspotenzial haben, macht es halt Sinn, in so einem Komplex oder vorher diese großen motorischen Einheiten mit den weißen schnellkräftigen Muskelfasern durch eine explosive, schnellkräftige Bewegung zu stimulieren. Auf jeden Fall für Neurotyp 1b und 2a eine sehr gute Möglichkeit. Die anderen gibt es andere Stimuli. So, und jetzt kommt die dritte Übung.